Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Okay, mit diesem kleinen Patzer von De Vardrak, der seinen Text vergessen hat, sind wir auch schon wieder da. Blablabla. Da komme ich nicht Gedächtnis hin. Gedächtnis wie ein Sieb, echt. Das ist grausig. Ganz ehrlich, ich habe Siebe gesehen, die haben besseres Gedächtnis. Ich hab's vor 2 Sekunden erzählt. Irgendwas mit Melitta war das doch. Oder? Nein, das war nichts mit Melitta. Du bist Freddy und wir machen weiter. Das wäre dein Text gewesen. Nur das, nicht mehr und nicht weniger. Das Melitta hat mich aus dem Konzept gebracht. Nennen wir dich Melitta. Ach, ist schon wieder Schleichwerbungszeit hier. Haben wir es bei. Gibt natürlich auch noch andere Kaffeefächerfirmen, wie zum Beispiel. Ja, ich meine, jede Discountmarke hat, glaube ich, mittlerweile ihre eigenen Kaffeefilter. Ja, Kaffeefilter und sowas, das ist ja. Zum Beispiel, es gibt zum Beispiel Ja-Kaffeefilter, die sind sehr gut, die könnt ihr gerne auch noch kaufen. Moment. Es gibt auch Nein-Kaffeefilter für die Leute, die keinen Kaffee trinken wollen. Ja, das sind Kaffee. Nee, das nein, nicht ja. Das sind Kaffeefilter, die saugen das Wasser auf, anstatt es durchzulassen. Irgendwas muss ich aber bauen, dass ich da. Ach, hier, noch ein Jagdpanzer. Ich bin sonst nicht ausgelastet. Ach ja, steht alles in Reichweite, ist in Ordnung. Meinst du, du schaffst das jetzt, die Schlacht? Naja, aber sowas von. Hahaha, darauf habe ich gewartet. Das war mir klar. Schneesturm. Olaf setzt Blizzard ein. Ja. Nein! Das ist auch so eine Sache, die ich extrem witzig finde in den Pokémon-Spielen. Dass es die Attacke Schneesturm und die Attacke Blizzard gibt. Wobei Blizzard doch nichts anderes ist als Schneesturm. Hagelsturm gibt's. Hagel. Ja, aber. Schneesturm gibt's nicht. Es gibt Schneesturm. Wann gibt's Schneesturm? Vielleicht gibt's die Attacke nicht mehr, aber es gab sie definitiv. Moment, das schaue ich jetzt sofort nach. Natürlich doof, jetzt stehe ich nämlich in der Reichweite von beiden Schliffen. Aber wenigstens kann ich eins schon mal ein bisschen wegdonnern. Es gibt die Attacke Schneesturm nicht. Ist nicht veralbert? Ich kann nochmal bei PokeWiki nachgucken. Es gibt natürlich auch andere Wikis, wo man nachgucken kann. Nein, PokeWiki ist schon mit eins besten. Wir wollen jetzt keine Schleichwerbung machen, aber guckt auf PokeWiki, Leute. Ihr müsst drauf. Was? Was? Ich meine, der hat trotzdem keine Chance. Bam. Auch wenn mich seine Schliffe so ein bisschen ärgern. Sei schon mal. Und ja, das Wort Schliff ist ein schönes Wort. Es gibt's also doch. Das ist sehr schön, dass du das mitbekommen hast. Blizzard gibt es? Eissturm, meinst du wahrscheinlich. Wie auch immer. Eissturm gibt's nicht, Eissturm gibt's. Naja, aber Blizzard ist ein Eissturm. Ist egal. Jetzt hier Trockner gibt's und Frostvolt. Moment, was? Ja, und Hagelsturm. Kennst du nicht Frostvolt? Die Spezialattacke von Sekrom. Nee, falsch. Kyurem. Sekrom. Sekrom, ja, aber ich habe nie Sekrom gehabt. Ich habe immer Kreuzflamme von. Ja, Kyurem. Nee, Kyurem ist das. Falsch. Reshiram. Reshiram, genau. Ja, ich hab immer noch. Ich hab auch die andere Edition gehabt. Ja, ich weiß, wir hatten immer die andere. Irgendwie hatten wir zufällig immer die anderen. Ja, ganz zufällig. Das war bis Hard Gold Soul Silver nicht abgesprochen. Aber zum Thema Blizzard und gleich klingenden Attacken gibt es Blizzard, Eissturm und Hagelsturm. Was eigentlich so ziemlich das gleiche ist. Na gut, aber Hagelsturm im Englisch wäre Hailstorm. Also das ist schon was anderes. Ist nur Hail. Nur Hail. Nein, ich meine als Attacke vielleicht, aber normalerweise heißt Hagelsturm Hailstorm. Hailstorm ist ein Hagelsturm. Ja. Diese Informationen wurden Ihnen freundlicherweise präsentiert von Vardrak Informations. Wir informieren Sie weiter. Ich find super, wie er Transportschiffe nur noch baut. Ja, die braucht er auch. Wozu? Ich weiß es nicht, aber er braucht die, definitiv. Er versteckt sie in den Riffen. Ach, bin ich denn deppert? Ich hätte jetzt wenigstens einen anderen, damit er. Ah, der kann das bestimmt angreifen, oder? Nein. Nein. Sehr schön. Nein. Du baust jetzt, damit er nicht bei dir landen kann, baust du jetzt genügend U-Boote, um den gesamten Strand zu abzudecken und die schickst alle auf Tauchfahrt. Damit er nicht bei mir landen kann, ich möchte erstmal sagen,
falsch. Falsche Taste. Das U-Boot hier gar nicht landen können. Dann mussten die See davor abdecken. Und zweitens mal, ist doch Schwachsinn. Der hat doch nicht mal was drin in seinen Booten. Weil irgendwie er schickt die nach da unten, wo gar nichts ist. Boote. Rote Boote. Das kennst du ja natürlich nicht wieder. Rote Boote, so wie rote Beete. Nur halt mit O. Er hat ein knallblaues Gummiboot. Er hat ein knallblaues Transportboot. Er hat ein Knall und ein rotes Gummiboot. Er hat ein knallblaues Schlachtschliff. Schliff. Ach, Schliffe sind immer noch die geilsten Einheiten. Ene mene mu und raus bist du. Da kann man sich dann den letzten Schliff holen von den Dingern. Also wenn die Dinger, wenn die von Kid zuballern mit seiner Gabe, ja, dann gibt's wirklich den letzten Schliff. Weil danach hast du nie wieder einen. Wieso mache ich das hier? Wie bist du hierher gekommen? Ende. Leute, holt mich hier raus. Frei nach dem Motto, wir starten ein neues YouTube-Format. Ich bin ein Wartrag, holt mich hier raus. Ja. Wow. Was soll denn das? Was war denn das für eine Aktion jetzt? Wow, er muss Munition loswerden. Nein, was war denn das für eine Aktion? Er muss KI, Munition loswerden. Please. Weißt du, er kann alle gefährlichen Einheiten töten. Was macht er? Ah. Das leere Transportschiff vor allem. Wäre es nicht schön, wenn die IS auch so nett wäre und immer nur die leeren Truppentransporter angreifen würde anstelle von irgendwelchen unschuldigen Menschen? Naja, macht's ja auch genauso. Er greift die an, die sich nicht wehren können. Ja, aber die Schlacht, die Truppentransporter sind doch hier so ein bisschen die Lamassus von Advance Wars. Awesome. Einfach nur awesome. Hau ab. 20% auf alles. Außer Schlachtschiffe. 20%! Moment, wieso hast du einen 3 gekillt? Das ist richtig. Wenn man 20% von einem von 30% abzieht, dann bleibt 0 übrig. Natürlich. Das ist einfachste Mathematik. Das ist dunkelster Aberglaube. Was mich ärgert, ist, dass er dort noch eine Artillerie hat. Was aber macht nur so ein bisschen. Artillerie? Er hat hier noch irgendwo da eine. Aber Basis. Die kann dich nicht angreifen, oder? Kommt ja nicht ran. Nee, oh, sehr schön. Dankeschön. Die steht doch irgendwo am Arsch der Welt, doch. Du hast mir gerade die Angst vor der Artillerie genommen. Nächste Runde schiebt er eins nach vorne und bringt dich um. Wenn der nächste. Aber die kann nicht fahren und schießen gleichzeitig, weißt du? Genau, das wollte ich gerade sagen. So, ich werde noch meine Artillerie schützen. Vor seinem. Den Lamassus. Vor seinem. Transportpanzer. Genau. Irgendwie. Habe ich heute was im Ohr. Ja, das bin ich. Dieses leise Stimmchen in deinem Ohr, das bin ich. Ich habe ein Mafi im Ohr. Günther setzt Blizzard ein. Moment, Olaf. Olaf. Der hier ist Olaf. Und dann ist der Name von dem grünen Typen, das ist richtig, Günther. Gibt's einen Günther eigentlich bei Advance Wars? Wenn ich mich nicht so nenne, dann nicht. Nein, du heißt ja Fox. Hat Bloody Fox nicht reingepasst? Ich weiß es gar nicht. Hast du gar nicht ausprobiert. Genau. What does the fox say? Mimi. Nee, das ging anders. Ich weiß noch, wie es Zeiten gab, wo das für einen Lacher gesorgt hat, wenn auf großen Servern ich einfach geschrieben habe, nothing at all. Oh. Das waren noch Zeiten. Damals. Ne? Ja? Damals war's. Damals war alles besser. Als man noch Minecraft gespielt hat. Schade eigentlich. Können wir auch mal wieder machen. Also die Minecraft-Zeit kommt jetzt wieder. Gerade wollte es jetzt wieder die dunkle Jahreszeit beginnen. Damit beginnt auch langsam die Zeit, wo man weniger draußen sein kann. Auch tagsüber. Nein, aber ich glaube, irgendwie für mich ist Minecraft so ein richtiges Winterspiel. Ja, wenn man Stunden drin mit verbringen kann. Das auch. Ich hoffe, dass er mich jetzt tötet.
Nein! Doch! Oh. Ja. Ja. Ich wollte mich jetzt taktisch töten lassen. Weil? Damit ich mit meinem nächsten Panzer durchrücken kann. Das ist wohl nicht so aufgegangen, wie du es gedacht hast. Nicht ganz. Hm. Wer hätte es anders erwartet? Nein, nicht Lamassuse wegziehen. Lamassuse. Wow. Das funktioniert nirgendwo, die Taktik. Truppenopfern ist nicht so sehr in dem Spiel. I am too mighty. Du hast ihn aber nicht besiegt. Das ist nicht so schlimm. Das mit sechs sechseckbasierendem Schlachtfeld wäre auch bestimmt interessant. Are you fucking kidding me? Mist, ich habe mein Skype noch auf. Anwesend. Merke ich glaube, du willst mich ein bisschen veralbern, oder? Da war der Wartrag ein wenig weg. Weil sein Skype spackt. Wir werden sehen, ob er uns gleich wieder beehren wird. Oder nicht. Nein, er wird uns erstmal nicht wieder beehren. Ja, Leute, wir machen einfach erstmal weiter. Ah, da ist er auch schon wieder. Einen kleinen Moment. So, und da sind wir auch schon wieder. Ja. So, Wartrag ist wieder da. Er meinte, ich wäre offline gewesen. Ich sage, es liegt natürlich an ihm. Warum auch nicht? Mich wundert es eigentlich, weil Skype funktioniert doch auch ohne Internet. Ja, das ist richtig. Du hast deinen Schliff zerlegt. Ja, ich habe seinen Schliff zerlegt. Oh nee, oder? Warum baut denn der einen Rocket Launcher? Naja, ich baue ein neues Schliff. Ich habe 2,8 übrig. Ich überlege gerade krampfhaft nach einem schlechten Wortspiel zum Thema Schliff zerlegen. Aber mir kommt einfach keins in Sinn. Das ist weggeschliffen? Ja, das ist aber nicht so. Verschlissen hätte ich ja gesagt, aber es ist ja kein F drin. Na gut. Naja, verschlissen kann man halt einfach das V gegen den F austauschen, dann reicht das schon, aber. Ja, aber dann kommt die Wirkung nicht mehr so rüber, weißt du? Das ist einfach. Verschliffen. Was auch immer verschliffen sein soll. Was ist ein Verschliffen? Kann man das essen? Verschlicken kenne ich. Verschlicken? Ich kenne nur verschicken. Verschlicken kenne ich, ja. Das ist, wenn irgendwas versifft. Also ist das sowas wie verschlucken? Nein. Ich weiß nicht, ob du verschlucken oder versiffen gleichstellst. Das ist doch schon etwas anderes, glaube ich. So ein bisschen. Dezent. Sag mal, langsam wird's aber frech hier mit seinen Fernkampfeinheiten. Ich weiß schon, wie die Folge heißt. Verschliffen. Ich gebe eigentlich keine Folgentitel ein, aber gut. Du bist langweilig. Ich sollte nicht auf meinen Tisch schauen. Aber du. Ach verdammt, ich hätte meine Gabel schon wieder einsetzen können. Das hätte mir eh nichts gebracht. Cheers! Es geht doch nichts über einen guten Schluck. Oh ja, warte, ich hab auch was. Und nicht weiter. Die Mission ist wichtig. Hatte ich auch vor. Okay. Jetzt wollte ich einmal so melodramatisch klingen und dann. Da verschluck ich mich auch noch. Verschlickst dich. Kaffee. Ich verschlick mich genau. Wohin verschlickst dich denn? Oh. Ich muss mal kurz husten. Warte, ich mach mein Mikro mal aus. Ja, das ist mein Nachteil. Ich kann das nicht so einfach bei mir machen, mein Mikro aus, weil USB-Mikro. Ich hätte ja gesagt, wir schneiden es raus, geht aber leider nicht. Das geht schon. Wenn du zu doll hustest, sage ich einfach nichts und schneide den ganzen Ton raus. Da war zwar auch kein Spielton mehr, aber es fällt schon nicht auf. Du schneidest einfach raus und legst irgendein total unauffälliges Geräusch dahinter, wie zum Beispiel Autohupen oder sowas. Irgendwas total randommäßiges auf jeden Fall. Ich sollte mal ein paar mehr. Deine Armee wird leicht aufgeraucht, kann das sein? Aufgeraucht? Verschlüftig. Ja, das schon eher.
Ah, guck mal, ich weiß, warum die Transportschiffe da sind. Die sollen den Hafen beschützen, dass du hier nicht reinkommst. Deinen Schiffen. Schliffen. Aber wie ist denn das mit dem hier? Warte mal, der hat 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, sehr schön. Okay. Ich hoffe, dass die mir jetzt nicht meinen TTP wegknallen. Willst du tanken? Ich will tanken fahren, ja. Sollen wir noch was von der Tanke mitbringen? Ich geh mal kurz zur Tanke Zigaretten holen. Und er ward nie wieder gesehen. Und ward nimmer mehr gesehen. Du, die haben deinen Trupp zerlegt. Das ist sehr schön. Bitte was? Naja, sie haben den Trupp zerlegt, den sie ruhig zerlegen können und nicht den, den ich noch haben will. Die zerlegen gerade den anderen Trupp auch. Nein, das war keine gute Idee von ihm. Aber du kannst jetzt nicht mehr in 2 Runden einnehmen. Ich will nichts in 2 Runden einnehmen. Und du könntest den Hafen einnehmen. Nee, komme ich sowieso nicht ran. 95%, bam, bitch. Bist du noch im Tauchgang? Ja. Na klar. Er hat nicht mal zurückgeschossen. Moment. Ja, weißt du selber, ne? Ja. Übrigens finde ich sehr schön, dass Schlachtschiffe in Dark Conflict zurückschießen können. Schießen können, nachdem sie gezogen sind. Oh ja, oh ja. Hey, was hat er gesagt? Wie heißt das Spiel? Dark Conflict. Ja, gut. Ich habe gerade in Gedanken gedacht, ich hätte was Falsches gesagt. Alter, das ist echt ein Gedächtnis wie ein Sieb. Aber du. Nein, ich dachte gerade, ich hätte Terran-Konflikt gesagt. Nee, das mache ich ja. Also. Zurzeit gar nicht, ne? Naja, zur Zeit habe ich eigentlich alles eingestellt. Ich müsste eigentlich mal aufnehmen, aber ich komme einfach nicht dazu. Studium und. Und MMHO. Das könnte man eigentlich aufnehmen, aber das mache ich erst, wenn ich einen neuen Held habe. Ja, nee. Ich finde auch online immer ein bisschen schwierig mit aufnehmen, weißt du? Ja, solange man nicht so berühmt ist, geht das eigentlich noch. Naja, trotzdem. Das finde ich hat nicht viel mit Berühmtheit zu tun. Ja, überleg mal, Gronkh würde jetzt ein MMHO anfangen und dann aufnehmen. Ja, der nennt sich da nicht Gronkh und fertig ist. Ja, aber er veröffentlicht es doch. Der nimmt das im Voraus auf. Alles. Das ganze Spiel. Bis zum Ende. 100% Run. Das Spiel ist noch nicht fertig entwickelt. Das ist wie Minecraft 100%. Ja. Blind. 100%. Naja, Minecraft nicht blind ist ja eigentlich schon schwachsinnig, oder? Doch, es geht. Du musst nur Wiki nebenbei aufmachen. Du kennst die Welten nicht. Aber die Story kenne ich. Das ist richtig. Moment, Minecraft hat eine Story? Na, siehst du? Deine Armee ist aufgeraucht worden. Ja, verschlüfft. Verschifft, ja. Nee, verschlüfft. Verschifft, deportiert, das sagt man nicht. Warum sagt man nicht? Deportiert? Ich meine, deportiert heißt, es ist woanders hingebracht worden. Ja, aber du weißt, dass es negativ konnotiert ist. Ah, ja, mein Güte. Mein Güte, ey, Alter, mein Güte. Ach, sehr schön, sehr schön. Meinst du, ein nächste Runde? Die Transportschiffe? Wäre schön, aber hätte ich ein bisschen weniger zu tun. Nee, ist gut so. Wenn er jetzt nämlich ganz schlau ist, dann kommt er da nämlich nicht. Du redest von der KI. Ja, dann kommt er da nämlich nicht weiter. Also kann ich hier erstmal meine Einheiten wieder ranziehen, so langsam. Das geht nicht so schnell wie letzte Mission. Die haben wir ja in einem halben Part, nee, in einem Part. Nein, wir haben, oh, apropos Part. Da fällt mir auf, man müsste auch wieder auf die Tafel gucken. So, wir warten mal, aber trotzdem jetzt noch ganz kurz den Zug ab. Okay, jetzt zieht er so ein bisschen zusammen. So, Leute, wir sind wieder dran, aber das machen wir im nächsten Part. Denn dieser Part ist schon viel zu lang. Part. Partiell ist das eigentlich eine schlechte Idee, den Part zu lang machen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.